Moin Moin, schön, dass du wieder reinschaust hier bei Northern Delight, deinem Technik- und Lifestyle-Channel. Heute möchten wir dir Devolo Magic Wi-Fi vorstellen. Das sind Devolos Powerline-Adapter der neuesten Generation. In diesem Video zeigen wir dir, was Powerline überhaupt ist und wie es funktioniert und was das Besondere an Devolo Magic ist. Und dann zeigen wir natürlich auch, wie du damit dein perfektes Mesh-Netzwerk einrichten kannst. Was ist jetzt eigentlich Powerline genau? Heutzutage will man ja in jedem Raum und in jedem Bereich seiner Wohnung oder seines Hauses ein starkes WLAN-Signal haben. Wenn das Haus oder die Wohnung ein bisschen größer ist, kommt der Router da ganz schnell an seine Grenzen, was die Reichweite betrifft. Und nun kommt Powerline ins Spiel. Mit einem Powerline-Adapter wird das Signal vom Router in dein Stromnetz zu Hause eingeleitet und steht damit sofort überall im Haus, in jedem Raum, wo eine Steckdose ist, zur Verfügung. Dort kann man mit einem weiteren Powerline-Adapter das Signal wieder abgreifen und dann steht es, wie in diesem Fall, mit dem Devolo Magix als Wi-Fi-Signal zur Verfügung oder aber auch alternativ gibt es LAN-Anschlüsse an jedem Adapter, sodass man halt auch Geräte dort so per LAN-Kabel anschließen kann. So einfach ist das. Devolo ist der bekannteste Anbieter der Powerline-Technologie und hat mit Devolo Magic sein bekanntes Devolo DLAN noch einmal stark verbessert. Die Reichweite ist gestiegen, die Leistung ist gestiegen und was auch sehr wichtig ist, die Einfachheit der Einrichtung ist verbessert worden. Es war schon immer relativ einfach, sein Netzwerk mit Devolo DLAN in diesem Fall einzurichten, aber mit Devolo Magic geht das alles fast von alleine, wie wir nachher hier auch sehen werden. Devolo Magic gibt es in 4 Produktvarianten. Devolo Magic 1 hat eine Leistung von 1200 Mbits pro Sekunde und eine Reichweite von 400 Metern. Devolo Magic 2 eine Leistung von 2400 Mbits pro Sekunde und eine Reichweite von 500 Metern. Beides gibt es als LAN, als reine LAN-Version oder aber als Wi-Fi-Version, wie wir sie hier vorstellen, dann stehen aber auch immer noch LAN-Anschlüsse an jedem Adapter zur Verfügung. Devolo Magic kannst du auf 2 verschiedene Art und Weisen einrichten, zum einen mit der App, zum anderen ohne die App. Und wenn du dich, warum auch immer, für den Weg ohne App entschieden hast, dann empfehlen wir dir unseren Blogbeitrag. Dort haben wir es genau erklärt, wie es funktioniert. Ist ein bisschen anders als mit der App, logischerweise. Oder aber die Bedienungsanleitung, die jedem Magic-Paket beigelegt ist. Weil es so schön einfach ist und weil wir hier auch die Einfachheit der Einrichtung erklären möchten, starten wir mit der Einrichtung der App bzw. über die App. Und das fängt an damit, dass du dir die App aus dem App Store herunterlädst. Sie ist für iOS, für Android und auch für den Kindle verfügbar. Wenn du das gemacht hast, öffnest du die App und wirst auch schon danach gefragt, welches Produkt du denn einrichten möchtest. In unserem Fall ist es das Multi-Room Kit 2 bzw. Multi-Room Kit Magic 2 und das richten wir jetzt ein. Zunächst einmal sollst du den LAN-Adapter, das ist der kleinste von den dreien, mit deinem Router verbinden und in eine freie WAN-Steckdose stecken. Danach folgen die anderen beiden Adapter, die Wi-Fi-Adapter, die sind ein bisschen größer als der LAN-Adapter und die stecken wir jeweils nacheinander in eine freie WAN-Steckdose. Und das war auch schon die Einrichtung des Magic-Netzwerks und jetzt werden wir nur noch gefragt, wie denn das Passwort des Netzwerks deines Routers ist und wenn du das eingegeben hast, ist auch schon das Mesh-Netzwerk eingerichtet. So einfach geht es mit der App. Deswegen empfehlen wir auch die Einrichtung mit der App und auch, weil du hinterher dein Netzwerk und die Leistung deines Netzwerks darüber überwachen und kontrollieren kannst. Devolo Magic verwendet eine neue Technologie der Datenübertragung durch das Stromnetzwerk und somit ist es auch nicht mit DLAN-Adaptern kompatibel. Wenn du also von DLAN auf Magic wechselst, dann brauchst du auch oder kannst du auch nur noch Magic-Adapter in deinem Netzwerk verwenden. Ein Parallelbetrieb von beiden empfiehlt Devolo nicht, da diese sich untereinander stören können. Wenn du wie wir auch Home Control von Devolo benutzt und deine Home Control Zentrale über DLAN angeschlossen hast, dann wird sie
wenn du ein Magic-Netzwerk eingerichtet hast, plötzlich nicht mehr erreichbar sein. Hierfür gibt es aber auch eine Lösung und die eine ist, schließe die Develo Home Control Zentrale direkt an deinem Router an per LAN oder schließe sie an einem Develo Magic Adapter per LAN an. Dann, das haben wir ausprobiert, dann ist sie auch wieder erreichbar. Hier gibt es noch weitere Varianten, darüber oder dazu werden wir aber einen eigenen Blogbeitrag einmal schreiben. Develo Magic und Develo Home Control, wenn dieser verfügbar ist, wirst du bei uns unten hier in der Videobox einen Link dazu finden. Hier noch ein kurzes Fazit von uns zu Develo Magic, damit du selber entscheiden kannst, ob das Produkt für dich nützlich ist oder nicht. Wir benutzen schon seit vielen Jahren die Powerline-Lösung von Develo hier im Haus. Zum Schluss hatten wir DLAN WLAN 1200 Plus eingerichtet und hatten somit im Haus überall eine Abdeckung von 90 Mbits und auch im Garten. Wir haben hier eine 100 Mbit Leitung, 90 Mbit kam über die Adapter dabei raus, mal mehr, mal weniger, aber wir waren mit dieser Leistung sehr, sehr zufrieden. Mit Develo Magic hat sich das auch nicht geändert, also viel mehr als 100 Mbit kann dabei natürlich auch nicht rauskommen und auch die Abdeckung, wie gesagt, war überall gut, sodass wir da keine Probleme hatten vorher und nachher. Develo DLAN bietet ja analog zu der Mesh-Technologie von Magic die Move-Technologie an, die ungefähr das gleiche macht und auch hier zwischen Move-Technologie und Mesh-Technologie, zwischen den Mesh-Netzwerks, konnten wir jetzt auch keinen nennenswerten Unterschied merken. Also unsere mobilen Devices haben sich immer mit dem Netzwerk verbunden, das gerade am stärksten ist. Wir können das natürlich oder wir tun das natürlich nicht jedes Mal kontrollieren, aber wir hatten keine großen Probleme damit, ein starkes Netzwerk bei uns zu Hause zu erreichen. Wer also jetzt ein funktionierendes DLAN-Netzwerk hat, dem empfehlen wir jetzt nicht unbedingt zu Magic zu wechseln. Wer zudem auch noch Develo Home Control benutzt und seine Zentrale über das DLAN-Netzwerk eingerichtet hat, für den bringt es auch keinen großen Nutzen. Da er dann das, wie beschrieben vorhin, die Home-Control-Zentrale etwas anders einrichten muss. Wer jedoch mit Powerline anfängt, den empfehlen wir tatsächlich Magic sich zuzulegen, denn das wird die zukunftssichere Variante sein. Denn ich glaube, weiß nicht, wie lange Develo DLAN und Magic noch parallel zueinander anbieten wird. Im Moment tun sie das noch und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Develo eine Lösung für Home Control anbieten wird, sodass auch die Home Control Zentrale Magic kompatibel wird. Zum Schluss möchten wir uns bedanken bei Develo, dass sie uns dieses Kit zur Verfügung gestellt haben für das Review. Natürlich ist das, was ich hier von mir gebe, meine eigene Meinung und nicht von Develo beeinflusst. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich hoffe, dieses Video hat euch bei der Einrichtung von Develo Magic geholfen bzw. bei der Entscheidung, euch Develo Magic zuzulegen. Schaut uns auch im Blog vorbei, schaut natürlich auch bei Develo vorbei, wenn ihr mehr Informationen zu diesem Produkt haben wollt. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.